So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir jetzt, ja, den zweiten Teil des Events der fallenden Sterne jetzt hier haben. Teil 2, die nicht enden wollende Krise. Oh ja, das wird auch mal sicherlich mal wieder sehr interessant werden. Was natürlich auch noch sehr interessant ist, ich habe offscreen Abenteuerrang Nummer 29, also Abenteurerrang 29 erreicht. Wir könnten also eigentlich ja auch mit der Hauptstory weitermachen. Aber jetzt wäre es wirklich erstmal besser, die nicht enden wollende Krise zu machen, weil wir natürlich dadurch auch nochmal 60 weiteres Urgestein ja kriegen, wie man ja sehen kann. Ah, und sieh mal an, die Missionsaufträge. Das sind jetzt ehrlich gesagt auch welche, die ich bis jetzt noch nicht so hatte. Sprich mit Sun Yu, das Vögelchen und das Schwert. Hatte ich bisher noch nicht. Wellenreiter? Nee, das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Augen zu und durch. Okay, das hatte ich schon mal. Aber dreiste Diebe auch nicht. Sieh mal an, jetzt wo wir einen anderen Abenteurerrang haben, gibt es bei den Missionsaufträgen des Tages, also bei den täglichen Missionen, ein paar, die wir noch nicht hatten. Und sogar auch welche mit Ausrufezeichen. Interessant, aber jetzt machen wir sowieso erstmal weiter mit dem Event. Mit dem Event der fallenden Sterne, wo wir dann jetzt erstmal in Quellingen mit Druff mal wieder reden müssen. Nachdem wir sowieso zuletzt ja hier in Quellingen ja dafür gesorgt hatten, dass ja die, naja, also ein paar Bewohner des Dorfes vom Einfluss der Meteoriten, also der Sterne, befreit wurden, scheint wohl jetzt was Neues. Oder besser gesagt ein neues Problem hier aufgetaucht zu sein. So. Apropos neu aufgetauchtes Problem. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Während deine Untersuchungen voranschreiten, begreifst du mehr und mehr, dass in den gefallenen Sternen eine mysteriöse Kraft verborgen ist. Um den Opfern zu helfen, ihr Bewusstsein zurückzuerlangen, beginnen du und deine Begleiter, die gefallenen Sterne im ganzen Land zu beseitigen. Ja, ich habe übrigens auch offscreen auch noch ein paar weitere Sterne beseitigt. Nicht gerade sehr viel, aber wenigstens ein paar habe ich beseitigt. So, Stern der trügerischen Träume. Nach Abschluss des Auftrags nicht enden wollende Krise verfügbar. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall hier schon mal dafür gesorgt, dass ich auch schon schwindender Stern von King Se gelöst habe. Außerdem habe ich beim Aktionshändler auch noch ein paar Sachen gekauft. Die jetzt gerade ausverkauft sind, wie man ja sehen kann. Die Teile habe ich schon mal gekauft, sind jetzt ausverkauft. Und wie schon gesagt, jetzt geht es erstmal weiter mit der Hauptstory. Der fallenden Sterne des Events. Also, wo war jetzt nochmal das Haus von Druff? Dem Anführer der Jäger. Okay, da vorne ist er. Ebenso ja auch wie Fischl. Druff, how are things in the village now? Ah, it's you again. A little better, thanks. Oh, and we owe it all to you. That's great. Seems like getting rid of the meteorites is doing the trick. Traveler, your arrival is most fortuitous. Clearly, my noble ambition to protect the souls of this wretched world compelled you to seek me once more. Now, prepare to depart, for we are soon to meet with an envoy of mine further afield. Envoy? You mean a diplomat or something? Ah, yes. Let me fill you in here. Someone brought a message from the Dawn Winery saying that a lady there by the name of Adeland invites you to meet with her as honored guests of the winery. Oh, we know Adeland. She's the head housemaid there, right? Wir kennen sie? Ah, it seems that you and Adeland are already acquainted then. Then, it is my great honor to join you. Hey, so,
Can you really understand that princess when she's talking? Because Paimon can't seem to understand a single word. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. All right. My dear friends, it is time to move out. Paimon hopes Adelind has made some tasty snacks to welcome her honored guests with. Tja, ein paar Snacks sind immer gut. Also gut, Diluc, Heimspiel. Geht zurück zum Weingut Morgenröte. Für ein paar Snacks, für ein paar neue Missionen. Es wundert mich eigentlich, dass wir bis jetzt bloß in Mondstadt unterwegs sind. Weil die Sterne sind ja auch in Liyue gefallen. Also runtergefallen. Also wir haben dort zwar auch schon mal nach ein paar Sternen gesucht. Aber bis jetzt war da noch kein richtiger Auftrag gewesen. Interessant. Bedeutet dann natürlich auch, dass bald da was geschehen wird. Und wo wir schon mal dabei sind. Ready, steady, go! Wir haben erstmal dafür gesorgt, dass unsere Lebenspunkte sich regeneriert haben. So, aber jetzt müssen wir erstmal Adelinde aufsuchen. Adelinde. Wir sind ja gleich schon da. Adelinde. Die Sterne sind gefährlich, oh ja. Ach, wie nett. Welcome to the Dawn Winery, dear adventurers. I'm Adelinde, the head housemaid. And it is I who invited you all here. Thanks for the invite. You are Adelinde? Splendid. I am delighted to grant you the honor of joining me for afternoon tea. Dearest Adelinde, on behalf of Her Majesty Miss Fischl, the Prinzessin de Verotalong, and I, mein Fräulein's humble servant, thank you for inviting us. Would you cut to the chase already? Your titles are so wordy it takes way too long to introduce yourselves. My goodness, an adventurer of such distinguished status. My pale-faced proselyte, how dare you interrupt a diplomat of the royal court in the middle of his speech? Danke für die... Warte mal. Warum hast du nach uns gerufen? Ist ja was Schlimmes passiert? In fact, one of our employees here at the Dawn Winery, a Mr. Hartman, fell victim to the meteorite incident in Springvale. I hear that you are the ones who disposed of the meteorites. Thanks to you, Mr. Hartman is now awake. We are in your debt. It is merely common courtesy that I should invite you over for tea. This aside, there is a separate matter which I should like to enlist your help with. Aw, you're too kind, Adelinde. We're really just doing what any other adventurers would have done. You may now kneel before your princessin and make effusive display of your thanks for the favor that I have generously shown to thee and thy winery kin. Take heart, my dear servants, for the glory of my majesty will flash eternal in the Vale of Springdom. Ewiges Blitzen, ist das nicht ein Oxymoron? Wobei ich selbst noch nicht mehr weiß, was ist ein Oxymoron. Oz, hold off on the translation. Paimon wants to have a try this time. So what she's trying to say is, you're welcome? I applaud your powers of comprehension, my dear Paimon. You decipher mein Fräulein's royal utterances with remarkable ease. Also, für was brauchst du unsere Hilfe, bevor wir jetzt noch weiter in weiteren Dialogen hier ausarten? The business of the winery reaches not only to all of Mondstadt, but to all the corners of Liyue, too. Some of our workers do regular deliveries back and forth between the two regions, a single round trip taking several days in total. Ah ja, dann müssen wir jetzt mal nach Liyue aufbrechen. Two of our delivery staff were due back yesterday, but as of this moment, I still have no contact from them at all. I worry that they became trapped somewhere when the meteorites struck. The winery is short-staffed at present, and I cannot afford to look for them myself. As audacious as it may be,
all I can do is ask you for assistance. Okie dokie. Don't you worry, Adeline. We're expert people finders. Abgesehen von der eigenen Schwester. Oh, wonderful. I suggest you begin by asking around at Stonegate. All delivery staff pass through there on their return from Liyue. There were 2 carts in total, and the workers' names are Fritz and Ben. Wir werden alles, was in unserer Macht steht, tun, um sie zu finden und um die 60 Urgesteine zu kriegen. Also gut, auf zum Steintor! Ah ja, die nicht enden wollende Krise. Und natürlich das Steintor. Zeit für eine klitzekleine Teleportation. Zum Glück aber auch ist es eine Gegend, die wir auch schon aufgedeckt haben. Sowieso, offscreen habe ich auch nochmal ein paar weitere Teleporter aktiviert. Also, im Grunde genommen, sind wir also jetzt in Liyue auch gut unterwegs. So gut wie in Mondstadt. Soweit es jedenfalls gehen mag. Mondstadt und Umgebung. Besser gesagt. Aber gut, jetzt müssen wir also den Fritz und Ben finden. Und es regnet. Ist ja mal wieder typisch. Aktuell regnet es meistens in Liyue. Sagt er und auf einmal hört es wieder auf zu regnen. Hello. We're looking for 2 Mondstadt carts, both loaded up with wine. Have you seen them? Sorry, I don't think so. Tja, dann noch einen schönen Tag. Okay then. We'll keep asking around. Nette Dame. So, was haben wir denn hier? Hello. Have you seen any Mondstadt merchants traveling through here? You know, the ones with all the wine? Ah, I am afraid I have very poor eyesight. I'm not the right person to ask. Gut, können wir dann unsere schwebenden Goldmünzen mal aufsammeln? Oh, okay then. Gut, Kopftuch des Abenteurers. Auch erhalten. Und wer ist jetzt die letzte Person? Jianq. Hello. We're looking for a couple of carts, originally from Mondstadt. Have you seen them? From Mondstadt, you say? You know, I think I did see one pass through here. Really? Which way did it go? Let me think. If I'm not mistaken, it was going towards Mondstadt. Thanks, mister! Now to chase down that cart! Toll, wir müssen jetzt zurück! Aber wo genau müssen wir jetzt hin? Ah ja, wir müssen einfach den Weg weitergehen. Wir müssen den Weg weiter beschreiten. Auf dem Weg nach Deluxe Personal. Irgendwo da vorne sehe ich jetzt auch eine Truhe. Aber auch Anzeichen für eine Karre. Oh, sehe ich ja tatsächlich. Das war jetzt deshalb bloß dahingesungen. Anzeichen für eine Karre. Sehe ich jetzt auch hier. Und keine Helurche. Warte mal, war da jetzt ein Schleim? Ein Schleim! Hallo, Diluc? Die Qualität der Verbindung ist zwar jetzt ein bisschen schlechter als sonst, aber... Trotzdem, dabei kannst du nicht verfehlen, um dich hier weiter zu quälen. Einen Gegner hatten wir schon weg um die Eck. Und die anderen beiden jetzt ebenso. Also gut. Okay, es gibt natürlich immer ein Problem hier. Day.
Tja, wie schon gesagt, es gibt hier immer ein paar Probleme. So, der Gegner ist schon mal weg. Und den anderen werden wir mit der Macht des Phönix erledigen. So, gut. You scared me half to death. Thanks so much. If you hadn't happened to be passing through this way, I would have been a goner for sure. So, which one are you? Ben or Fritz? Horst ist er. I'm Ben. How did you know my name? Tja, wir sind ein offizieller Suchtrupp. Per Adeline's wishes, we came here specifically to find you and ensure your well-being. I suppose she must have started worrying because of the long delay. I'm afraid that Fritz's cart is stranded out on the main road between Dewall Marsh and Stone Gate. It got hit by a meteorite, so... Also ist er tot. Was anderes kann man hierbei nun wirklich nicht denken. Wenn er von einem fallenden Stern getroffen wurde, dann ist er tot. So wär's in der Realität. Anyway, we agreed that I'd finish the delivery and then bring someone back to fetch him. I just hadn't factored in the part about getting ambushed by monsters along the way. I really hope Fritz is okay. With me getting delayed here, the poor guy's been out there a long time. Now, I keep worrying that the same thing will have happened to him. Between Stonegate and Dihua Marsh, right? Leave it to us. Aber zuvor holen wir uns ja natürlich ja noch eine neue Truhe ab. Und da wir jetzt ja hier sowieso noch diese komischen, ja, Ballonblumen haben. Verdammt nochmal, Ziel muss gelernt sein. So, erledigt. Hübsche Truhe erhalten. So macht man das bei uns in Mondstadt. Ja, das ebenso. Einfach falsch klettern. Wieso habe ich jetzt eigentlich das Gefühl, dass wir gleich wieder K.O. gehen werden? Und ausgerenne mal wieder mit Dilok. Es hat beim besten Willen nicht gereicht, dass wir zuletzt auch mal wieder... Warte mal, wo zum Kuchen ist die Kiste? Ah, da drüben. Aber ich bin wirklich froh, dass wir jetzt nicht K.O. gegangen sind. Es hat ja wirklich schon gereicht, damals, dass wir schon ein paar Mal abgesoffen sind mit ihm. So, Ende gut, alles gut. Truhe nicht verbrannt. Alle Materialien hier gekriegt. Ein Grund zum Feiern. Aber jetzt suchen wir erstmal Fritz. Den guten alten Fritz, das ist ja gar kein Witz. Irgendwo hier beim Dihoha Moa. Kriegen wir ihn gleich mal hier. Aber ich muss eigentlich sagen, dafür, dass er sagt, die Episode ja jetzt so heißt, also der Part, oder besser gesagt, das Kapitel ja heißt, die nie enden wollende Krise, ist das Ganze jetzt doch ein bisschen zu normal. Wir müssen einfach bloß zwei, naja, Lieferanten finden. Und ansonsten ist hier nichts los. Das finde ich jetzt doch schon mal wirklich ein bisschen verdächtig. Ja, wirklich ein bisschen verdächtig. Und was ist das da drüben? Na, wie schön, dass es immer noch mal wieder ein paar neue Truhen hier gibt. Aber wie dem auch sei. So, wo ist denn der olle Fritz? Lead the way, my pale-faced proselyte.
For a sharp pain now afflicts mine off. Der Typ ist Fritz? Nein. Is the guy on the floor sleeping? Also der Typ auf dem Boden ist auf jeden Fall Fritz. Aber der andere Typ da sagt mir überhaupt nichts. Der ist auf jeden Fall aus Liyue. I believe so. I've tried everything, but he won't wake up. Looks like he touched the meteorite, just like the others. If by meteorite you mean the rock that struck the cart, worry not. I have dealt with that already using my magic. Wer bist du? But by others. Do you mean to say there are others who have fallen into a similar slumber? Ich kann jetzt leider nicht so ganz erkennen, was für ein Element er besitzt. Aber so von der Kleidung her, würde ich mal sagen, er ist ein Elektriker. Er kann die Elektrokraft benutzen. One has witnessed with one's own Ogda Verurtalung the nightmarish slumber that proceeds forth from the Valley of Demonbone. It has caused great suffering for the humble peasants in the Vale of Springdom, many of whom still battle this wretched affliction even as we speak. As Main Fräulein most eloquently describes, we have just come from Mondstadt, where many people have also fallen into an unwaking sleep. Their symptoms are identical to those of this poor gentleman here. Is that so? It appears these meteorites really made quite an impact. Seems this guy is dressed like a winery worker. And we've already met Ben, so this one must be Fritz. Given that worker's attire has precious few distinguishing features, I must conclude that Paimon is blessed with exceptionally acute eyesight. Actually, Paimon's eyesight is normal. Paimon just has a really great memory. You're right, though. His clothes don't really stand out that much. Especially not compared to this guy over here. And by this guy over here, you mean me. Yep. Paimon's never seen anyone dressed quite like you before. Tja, diese einzigartige Kleidung ist sehr schön. I am a vagrant from Inazuma. I had just stopped to assist this poor gentleman when you turned up. Okay, Inazuma ist, denke ich mal, ein anderes Land. Hier in Genshin Impact. Vielleicht ist Inazuma auch das Land, was man nach... Na, Liyue bereisen soll. Und Inazuma, daran denke ich jetzt sofort an Inazuma 11. Und ich gehe mal da wirklich stark davon aus, er ist wirklich jemand, der elektrisierende Kräfte besitzt. Are you investigating the aftermath of the meteorite strike? Das bedeutet natürlich auch, dass wir ihn jetzt noch nicht kriegen können. Durch irgendein Banner. Yeah, we were sent to help out. Um genau zu sein, in diesem aktuellen Banner ist ja nur neu, ja, die, na, Bogenkatze Diona, die Barkeeperin, dann er sagt ja der Graf, Childe. Im nächsten Banner, der im Dezember kommen soll, da haben wir eine feurige Zweihänderkämpferin. Und dann er sagt auch noch einen Geo-Stabkämpfer namens Song Li. Ob dann er sagt, dieser Inazuma Heini im nächsten Banner dann kommt? I am Fischl, Prinzessin der Verurtalung, responding to the cry of my people in their hour of need. Müsste dann wiederum bedeuten, dass der dann im Januar rankommt. I am Main Fräulein's humble familiar, Oz the Raven. Obwohl, eigentlich hatte ich, glaube ich, irgendwo mal gehört, dass im Februar erst das nächste Gebiet kommen soll. Oder Januar? Bin mir jetzt nicht sicher. And Paimon is an honorary knight of the Knights of Favonius' best friend. Oh? Then you must be said honorary knight of said Knights of Favonius. Ja, ich bin ein Abenteurer, der zur Gilde gehört. Behold, my people, your beloved sovereign in the flesh. Do not despair, for judgment by thundering retribution is nigh. And it shall surely purge the seeds of nefarious nightmares that now sow chaos across the land.
Das kann eigentlich auch schon ganz schön anstrengend werden für einen Raben, diese Sätze immer zu übersetzen für das normale Volk. Excuse me? Don't mind her, just, you know, let her do her thing. Sie ist eine gute, wirklich. Excuse me, what's going on here? Oh, great! Good thing you're here, Mr. Millilith. This guy's fast asleep and he won't wake up. Ah, it appears this is now in the hands of the Millilith. In which case, I am no longer needed. Du könntest uns aber ruhig deinen Namen verraten. It was truly a pleasure to meet you all. I have other matters to attend to now, so I shall take my leave. Adventurers, I wish you every success in your endeavors. Bye-bye. Wie unfreundlich, er hat uns nicht mal seinen Namen verraten. So, what happened was, we came here looking for someone and found them. Das ist auch unfreundlich. Thank you all for your cooperation. This victim is now in the care of the Millilith, and we will escort him safely to the Disaster Relief Station. Disaster Relief Station? You mean like a big tent with guards outside? Correct. We have established a disaster relief station at Wangshu Inn, where the unconscious victims of the meteorite strike can receive due medical attention. A wise decision by the Millilith. Tja, damit ist unser Auftrag. Stop worrying about poor Fritz. We should really go check up on him. Noch nicht beendet. I suppose I shall deign to join you for one further excursion. Ja, das solltest du wohl. Also gut, Gasthaus Wangshu. Wir hätten zwar jetzt auch den Teleporter benutzen können, aber hey. Das ist jetzt ein bisschen unnötig. Teleporter hin, Teleporter her. Wir sind ja gleich schon beim Gasthaus angekommen. Wie schon gesagt, das dauert nicht so lange. Aber es hätte mich jetzt wirklich interessiert, wie der Mann aus Inazuma jetzt heißt. Sicherlich nicht Mark Evans. Oder Axel Blaze. Yep. Same situation as in Springvale. This cruel curse of cold spreads without mercy. Oh, heaven on high, tell us how we have angered you so. Hey, keep your voice down. There are a lot of people here. Might I suggest we make some inquiries and see where it takes us? Natürlich. Das gleiche wie immer. Wir befragen jetzt erstmal... ja. Wen befragen wir jetzt eigentlich? Der Fritz? Ja, der Fritz. Wo ist denn der Fritz? Ah, gleich da drüben. Wir müssen jetzt sicherlich mal wieder ein paar Sterne aufsammeln. Who are you? We've been commissioned by the Adventurers Guild to investigate the meteorite strike. Do you mind if we take a quick look at this victim? I see. Very well, adventurers. You may take a look. Tja, zeigt auch keine Anzeichen aufzuwachen. Paimon wonders what he's dreaming about. Probably that one about the mountain and the ice and snow. Fritz does not appear to be here. Let us keep looking. Und wer ist der Typ dann? Fahre fort. Dich nach dem Aufenthaltsort von Fritz zu erkundigen. Verdammt nochmal. Fritz, bist du hier? Another sleeping victim. Das sind eher Fritzis anstatt ein Fritz. His soul is in anguish, ensnared by a thousand thorns. His suffering is pitiable. May he soon know peace at last. Peace at last? Surely you don't mean... Main Fräulein simply wishes him a speedy recovery. Beyond this, there is no hidden meaning to her words. Come on, Fritz. Where are you? Ich sage jetzt einfach mal auf der anderen Seite hier.
Another sleeper. Most unfortunate. Crucified to a cruel cross of calamity by barbaric blades, born of some baleful blasphemy. Wir müssen einen Weg finden, alle zu wecken und dir mal ein Übersetzungsbuch schenken. There is but one means of awakening those who slumber, and that is to rain down thundering retribution. Precisely, Main Fräulein. If we dispose of the meteorites, the sleepers will be sure to wake. This is so weird. That Millilith guy promised he was gonna bring Fritz here, didn't he? So why can't we find him anywhere? Let's go see what the innkeeper has to say. Vielleicht ist er ja nie angekommen. Vielleicht ist der Fritz wirklich nie hier angekommen. Vielleicht steckt hier doch eine etwas größere Verschwörung. Hier dabei. Excuse us. Have you seen anyone come in that looks like an ordinary worker from Mondstadt? Yeah, the Millilith arrived with several new victims not long ago. Due to the limited capacity in the tent, I had to place the new arrivals in the upstairs guest rooms. Okay, well, could you give him a message when he wakes up? Tell him he needs to get back to the Dawn Winery as soon as possible, and let Adeline know that he's safe and sound. I will be more than happy to. And if I may be so bold, adventurers, I too have a request for you. Please tell us, what is troubling you? Pray tell of thy troubles, that one might better understand them. I understand from the mill of the soldiers that you are investigating the meteorite strike. This made me wonder. Perhaps my friends from Mondstadt have already found a means of curing the victims. From what we've seen so far, all you need to do is get rid of the meteorites and the sleepers wake back up again. Is that so? Then, if I understand you correctly, the meteorites are the cause of the victim's unconsciousness? Yep. In that case, I would like to enlist your services in that regard. Do you think you can dispose of the meteorites in the vicinity of the inn? Tja, wenn wir sie finden können, werden wir sie loswerden. So einfach ist es. Oh, wonderful. You have my gratitude. Keeping this crane secure is crucial. Na gut. Hier also gibt es irgendwo in der Nähe des Gasthauses gefallene Sterne. Es scheint anscheinend ein großer Stern zu sein. Wenn er sagt, so viel Einfluss besitzt. Oh, verdammt, es ist wirklich ein ziemlich großer Stern. Größer als alle, die wir bisher gesehen haben. Oh, bei der Bergung von Meteoriten. Ah! Verdammt nochmal! Halt, halt, halt! Ich wurde jetzt sofort angegriffen! Ich konnte jetzt noch nicht mal das Ganze zu Ende lesen. Da haben die Monster auch schon angefangen, mich anzugreifen. Also das ist beim besten Willen nicht nett. Warte mal, können wir jetzt vielleicht mal die Bergung beginnen? Anscheinend... Oh, verdammt nochmal. Fortschritt 130? Menschenskinders, wie lange brauchen wir noch hier? Okay, wir müssten gleich hier fertig werden.
Okay, Herausforderung abgeschlossen. The more powerful it is. Let's see if there's any more bits left. Na gut. Einen großen Stein haben wir schon gefunden. Jetzt beginnt mal wieder die Fragmentensuche. Was? Oh Gott. Ich glaube, so einfach wird das. Ja, ich glaube, so einfach wird das jetzt wohl nicht. This doesn't end here. A harbinger is nearby. You'll get what's coming to you soon enough. Lass mich raten, Inazuma gehört zu den Elf. So the Fatui are investigating the meteorites as well? Even the harbingers? This is too strange. We need to be extra cautious. Und vielleicht mal auf die Rechtschreibung achten. The seeds of nefarious nightmares appear to have taken firm root. Though my magic arrow of midnight purges them in an instant, they return with a vengeance. It would make a mockery of the majesty of the Prinzessin de Feuertalung. Indeed, Main Fräulein. Despite our best efforts to dispose of the meteorites, they continue to fall relentlessly in each corner of your vast domain. In which case... The strikes are happening faster than we can get rid of them. Tja, wir müssen eine andere Lösung finden, irgendwie. I, Fischl von Luftschloss Nofferdort, have traversed 1,000 worlds. And yet never before have I faced such a formidable foe. This menace is neither monster nor magic. It is a curse, I say. A curse has been placed upon the mortal realm. Das hattest du schon mal im ersten Kapitel gesagt. A curse? Such a foul curse could only arise as a consequence of the continuous cries of unanswered longing, lost amidst the unpredictability and impermanence of fate. How very tragic. Is this the inevitable fate of mankind? It grieves me greatly, no matter how many times I hear of it. Paimon didn't quite get the part about the thing being lost inside the other thing, but basically, these meteorites are a curse? Were they not a curse upon humanity, why then should they send humans into slumber? To be lost twixt life and death in an unending dream, 'tis the most dreadful fate imaginable for any living being. Könnte es wirklich stimmen, was Fischl sagt? We must underestimate the magnitude of this matter no more. I fear this sinister force can withstand even the sum of all of our powers combined. Traveler, fetch me the one fated to face this fearsome foe. And who might that be? Main Fräulein is of the opinion that one with the requisite expertise should be summoned to deal with this matter. She wonders if you know of any person skilled in the undoing of curses? Ja, ich bin mir nicht sicher. Paimon can't think of anybody either. Maybe we should just go ask Catherine. Naja, aber eigentlich kennen wir einen Flucher. Ja, eigentlich kennen wir einen guten Entflucher, der sich darum kümmern könnte. Er ist ja auch einer der Adepten und vor allem ja auch ein Dämonenjäger. Wenn der sich nicht ums Entfluchen kümmern könnte, dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter.
Blöderweise habe ich seinen Namen auch vergessen. Aber er wird sicherlich auch bald hier nochmal erwähnt werden.